Der Kreis schließt sich und die Geschichte um Kain und Raziel findet ihr langersehntes großes Finale in Legacy of Kain Defiance. Meine lieben Freunde da draußen an den Bildschirmen, endlich ist es soweit. Hier spricht euer Martin und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem fünften Let's Play, was gleichsam der fünfte und abschließende Teil der legendären Legacy of Kain Reihe ist. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich das Jahr 2014 ganz und gar dieser für mich einmaligen Spielreihe gewidmet habe und mir vorgenommen habe, alle fünf Teile in chronologisch richtiger Reihenfolge und mit vielen Erklärungen und Interpretationen hier auf YouTube zu verewigen. Ja, und nun sind wir hier gemeinsam und gehen auch die letzten Schritte mit den Helden dieser Reihe, dem Vampir Kain und dem Seelenräuber Raziel, die in diesem ihrem letzten Abenteuer gemeinsam und doch jeder für sich in die Schlacht ziehen. Nachdem wir in den beiden Blood Omen Spielen Kain und in den beiden Soul Reaver Spielen Raziel steuerten, schlüpfen wir nun in Defiance in die Haut beider Charaktere und steuern diese abwechselnd durch Nosgoth. Ja, ihr seid bestimmt schon begierig darauf zu erfahren, wie die Geschichte weitergeht, zumal im letzten Teil der Reihe Blood Omen 2 die Story ja nur minimal weitererzählt wurde. Das war ja, wie ich schon öfter erwähnte, eher ein Spin-Off und hat nicht wirklich das erzählt, was sich viele nach dem Ende von Soul Reaver 2 erhofft haben. Nun aber werdet ihr für eure Geduld belohnt mit einem wirklich grandiosen Finale, sowohl in technischer als auch in inhaltlicher Hinsicht. Um Gottes Willen, was ein Satz. Ja, in diesem großen Finale laufen nun alle Handlungsfäden der bisherigen vier Spiele zusammen. Nahezu jede Figur, das kann ich euch versprechen, aus dem Legacy of Kain Universum bekommt hier noch einmal einen Auftritt. Darunter auch einige echte Überraschungen für die Veteranen unter euch. Also Figuren aus Blood Omen 1 oder Soul Reaver 1, mit denen man schon gar nicht mehr gerechnet hatte. Auch diese werden sich hier ihr Stellchen eingeben. Ja, das bedeutet allerdings auch, dass dieser Teil nur bedingt für Neulinge unter euch geeignet ist, die die bisherigen Teile noch nicht kennen. Ich sag mal, zumindest die Ereignisse aus den beiden Soul Reaver Spielen solltet ihr unbedingt kennen, denn Defiance hält sich nicht lange mit Rückblicken oder Erklärungen auf, sondern erzählt direkt die Geschichte aus Soul Reaver 2 weiter. Wir steigen auch an genau diesem Punkt wieder ein und ihr werdet euch ohne Vorwissen dieses Spiels und auch von Soul Reaver 1 relativ schwer tun, die komplexen Zusammenhänge zu durchschauen. Beiden Blood Omen Spiele müssen nicht unbedingt sein, wobei gerade hier fürs große Finale auch Blood Omen 1, also der erste Teil dieser Reihe, durchaus von Vorteil ist, wenn ihr ihn kennt, weil doch sehr oft darauf Bezug genommen wird. Ja, was könnt ihr tun auf meinem Kanal? Da findet ihr alle Teile, die ich gerade angesprochen habe, und könnt euch quasi umfassend über diese Spiele informieren. Ich habe da sehr viel dazu erzählt, sehr viel zusätzliches Wissen weitergegeben, das euch gerade in diesem letzten Teil da durchaus helfen wird. Ihr braucht aber jetzt nicht unbedingt hunderte Stunden Let's Plays anzuschauen, denn es ist schon ziemlich viel Zeug, was ihr euch da reinziehen müsstet. Ich sag mal für die Ungeduldigen unter euch, ich habe zu jedem Spiel auch Specials gemacht, in denen ich nur die Cutscenes der Spiele zusammengeschnitten habe, was euch dann einen relativ schnellen Überblick über die Story gibt. Und ich sag mal, wenn ihr euch die Cutscenes von Soul Reaver 1 und 2 und vielleicht noch von Blood Omen 2, wenn ihr lustig seid, anschaut, dann seid ihr auch auf jeden Fall gewappnet, dieses Spiel hier zu verstehen und könnt hier auch einsteigen. Bevor ich loslege, die letzte Warnung noch für die Neulinge. Natürlich wird das hier nicht spoilerfrei ablaufen können. Im Gegensatz zu Blood Omen 2 sage ich das hier nochmal ganz deutlich. Werde ich auf die alten Spiele Bezug nehmen, das geht gar nicht anders. Ich kann Defiance nicht vernünftig kommentieren, ohne Sachen aus den anderen Spielen zu erwähnen. Also von dem her noch einmal meine Warnung, sage ich mal. Vertut euch nicht die Überraschung, schaut euch die anderen Spiele an. Und für alle, die das schon getan haben und die nun endlich wissen wollen, wie das Ganze sein Fortgang und sein Ende nimmt, wollen wir uns nicht länger aufhalten, das war jetzt schon wieder genug gelabert. Lasst uns beginnen und diese grandiose Spielreihe um Kain und Raziel zum Abschluss bringen. Wir spielen Let's Play Defiance. Wenn man die Wahl hat, ein verdorbenes und verkommenes Reich zu regieren oder die Götter herauszufordern, sein eigenes Schicksal zu ändern. Was würde ein König tun?
die Wahl. Man kann dem Weg des Schicksals nur folgen, Schritt für Schritt, um den tyrannischen Sternen zu trotzen. Kehrte ich in das Allerheiligste meiner Feinde zurück, in die Festung der Sarafanen, in die noch kein Mensch eingedrungen war. Kein Mensch wohlgemerkt. Im Inneren dieser Mauern wartete meine Beute, Möbius, der Hüter der Zeit, der Lügner und Intrigant, der mit den Menschen spielte. Dann haben wir ein ganzes Nest dieser Teufel ausgehoben. Aber diesen Bereich haben wir schon gesäubert. Nicht genug, aber egal. Wir haben jeden Einzelnen mit Feuer gereinigt. Mögen ihre Seelen nun Ruhe finden. Lord Möbius wird zufrieden sein. Es war an der Zeit, dass er einige Fragen beantwortete. Ich hoffte um seinetwillen, dass er mit mir reden würde. Ja, und damit sind wir im Spiel angekommen. Nochmal ein herzliches Willkommen an euch alle und wir schlüpfen wieder einmal in die Gestalt von Kain. Und deshalb und trotzdem, obwohl wir das jetzt schon in zwei Spielen getan haben, gibt es eine Neuerung, denn zum ersten Mal spielen wir den alten Kain, den mächtigen Kain. Bisher haben wir ja immer nur den jungen Kain in Episoden seiner Vergangenheit gespielt und nun können wir auch erstmals in die Rolle des alten Kain schlüpfen, also in die Inkarnation, die er darstellt in der Zeit, wo eben auch Raziel Teil der Geschichte ist. Das einführende Worte. Ihr seht schon, das Interface hat sich ein bisschen geändert. Die Anzeigen sind jetzt recht geschrumpft. Wir haben nur noch links unten diesen großen roten Kreis, das ist unsere Blutanzeige. Und links daneben, das grüne, das ist quasi unsere Magieanzeige, die wieder sehr wie in Blood Omen 1 ausschaut. Da haben wir eine schöne Reminiszenz gezogen. Das sind TK-Runen, nennt sich das. TK für Telekinese, die können wir in diesem Spiel wieder anwenden. Telekinese kennt man noch aus Blood Omen 2, da habe ich mich beschwert, dass die so einseitig nutzbar ist und wir nicht wirklich das Potenzial der Telekinese ausgeschöpft haben. Das hat sich in Defiance erfreulicherweise geändert. Also hier können wir sehr, sehr coole Sachen damit anstellen. Allgemein ist das Spiel hier vom ganzen Kampfsystem und Interaktionssystem das komplexeste. Wir haben auch einen Haufen Menüs. Ich kann das mal kurz zeigen. Moment, das war falsch. Wie komme ich in die Menüs rein? Muss ich mal selbst kurz gucken. Ups, ja, das war schon mal die Telekinese. Das wollte ich jetzt gar nicht. Verdammt, wo kam ich denn in das Menü? Ah ja, genau. Also hier haben wir zum Beispiel das Stadtmenü, hier steht schon mal unsere Mission, verfolgen Sie Möbius in der Festung. Eigentlich müssen wir den Typen erstmal finden und nicht verfolgen, aber egal. Hier haben wir dann Kampferfahrung auf der rechten Seite, das ist der stilisierte Soul Reaver, da wird unser Fortschritt gezeigt. Ich glaube, der steigt, wenn wir bestimmte Anzahl von Gegnern besiegt haben, dann können wir neue Fähigkeiten erlernen. Links gibt es Artefakte, die unterscheiden sich dann je nachdem, ob wir Kain oder Raziel spielen. Das sind auch Spezialangriffe, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es gibt einen Haufen Goodies und Bonis. Muss mal gucken, was es dann noch gibt. Gesundheitstalismane gibt es, die erhöhen unsere Lebensleiste. Und telekinetische Runen, die dann unsere Magieleiste erhöhen. Das kennen wir auch aus den bisherigen Spielen. Arkanische Bücher, das sind so eine Art Bonusgeschichten, mit denen wir Bonusmaterial freischalten können. Making of von Legacy of Kain Defiance und so weiter. Jetzt nicht so wichtig. Und was hier drin steht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Werden wir rausfinden. Ich muss mich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Die ist nicht ganz ohne in diesem Spiel. Und hier seht ihr auch schon ein neues Feature. Ich zeige euch das nochmal.
Wir haben eine umschaltbare Kamera, also quasi wir sehen jetzt die Figur nicht immer nur starr von hinten, sondern auch mal von vorne. Das macht das Ganze sehr cineastisch und optisch sehr reizvoll, erhöht aber die Spielbarkeit deutlich. Also die Kamera ist echt eine Herausforderung in dem Spiel. Oh, und da kommen auch schon die ersten Gegner. Ich gehe gleich mal in den Kampfmodus, der in diesem Spiel sehr, sehr dynamisch ausgefallen ist. Was ich eigentlich ziemlich cool finde, also das Kampfsystem. Moment, das wollte ich mal was probieren, ja genau. Das ist relativ... Ah, kann ich... Ich wollte mal versuchen... Genau. Es gibt auch wieder den Todesstoß. Also, Kampfsystem jetzt ganz grob. Ich kann mich hier im Kampfmodus, ähnlich wie in den bisherigen Spielen, bewegen. Ich kann auch hier mich kurz in Nebel verwandeln. Der Nebel ist ja so eine klassische Fähigkeit aus Legacy of Kain, um Gegner auszuweichen. Ich kann normale Schlagkombo machen. Einschlag oder eben Komboschlag. Ich kann so einen Hebeangriff machen, um den Gegner in die Luft zu schleudern und ihm auch hinterher springen und ihn wieder zu Boden schleudern. Und was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ich kann Telekinese einsetzen. Das ist das hier, um den Gegner durch die Luft zu schleudern, wegzuschleudern, aber auch zu packen und irgendwo hinzuwerfen, was ich ein sehr geiles Feature finde. Das werde ich euch beim nächsten Gegner zeigen. Zum Beispiel könnte ich ihn hier auf diese Stacheln drauf schmeißen, was sehr cool ist. Wie gesagt, zeige ich euch alles an gegebener Stelle. Natürlich kann ich als Kain die Gegner auch wieder aussaugen, als Raziel die Seelen verschlingen. Und ich kann aber mich in diesem Spiel selbst entscheiden, wenn ein Gegner quasi kurz vor dem Exitus steht, ob ich ihn aussaugen will, um meine Lebensenergie zu erhöhen. Oder ob ich ihn, was ich jetzt gerade getan habe, mit dem Soul Reaver den Todesstoß verpasse und damit die Waffe an sich auflade und stärke. Dann kann die Waffe nämlich Spezialangriffe vollführen. Das ist so ähnlich wie diese Zornesanzeige. In Blood Omen 2, na, hallo? Jetzt hat er. Wo man, wenn die Leiste voll ist, dann Spezialangriffe ausführen kann, die noch mehr reinziehen. So, auch hier werden wir im Grunde schon wieder durch die Kamera angeleitet, wo wir hin müssen. Also da geht es nicht weiter. In die andere Richtung schaltet die Kamera automatisch um. Wissen, dass es hier weitergeht. Wie gesagt, das sieht an sich ziemlich stylisch aus, wenn sie das macht. Ist aber relativ schwer zu spielen. Also die Kamera in diesem Spiel ist... Moment, da kann man hochklettern. Auch wie in den bisherigen Teilen, an solchen Stellen kann man hochklettern. Das kennen wir aus den Soul Reaver Spielen. Also die Kamera ist nicht ohne. Und hier haben wir Gitter. Durch die können wir durch, als Nebel.